Gut. Das da unten klingt. Erstmal nach kleinen Spinnen. Ja, die es erstmal auf meine Heilerin abgesehen hatten. Irgendwas sagt mir, dass hier drin die Spinnkönigin ist. Nö, einfach nur eine fette Spinne, okay. Ja, machen wir sie bitte tot. Oh, nicht so schön. Bitte einen Schritt zurückgehen. Ja, von der anderen Spinne bespuckt zu werden, ist nicht so toll. Oh, und kein Mana mehr zu haben, ist auch nicht so schön. Dann trinkst du mal ein, um schneller wieder an Mana zu kommen. Ja, wir sind wieder hier an der Stelle. Ich könnte wieder mal runterspringen, um zu gucken, wie tief der Fall ist. Da ist jetzt die Spinnenkönigin, okay. Das könnte hart werden. Aufspießen klingt böse, deswegen unterbrechen wir es gleich mal. Au. Hallo? Bitte mehr Aggro gegen die Spinnenkönigin. Du solltest mal geheilt werden. Am besten nimmst du auch mal einen Heiltrank. Ah, du brauchst auch einen Heiltrank. Du brauchst dringend eine Heilung. Boah, das könnte jetzt übel werden. Komm, mach sie tot. Da ist was. Wow. Okay, 4 Punkte Beschützerbaum. Dann könnte ich auch schon die nächste Stufe freischalten.
Letztes Gefecht, gut. Sofort Aktionsliste umgehen. Ah, das kann ich dann hier unten reinpacken. Ach, cool. Und das hier verhöhen. Zwingt das Ziel, dich ohne Umschweife anzugreifen. Indem deine Bedrohung gegen das Ziel zur höchsten der Gruppe wird. Hm. Also ein Sofort-Notfallspot. Gut, erstmal die Blockchance erhöhen. Dadurch habe ich jetzt einen Notfallspot hier. Hm, nicht schlecht. Gut, schließen wir das Ganze. Und was haben wir hier Schönes? Stoffarmschienen. Für unsere Heilerin. Und einen Messingschlüssel. Okay. Oh, hier unten geht es sogar noch weiter. Ah. Schön. Nicht schön. Ciao. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil da nicht kein Loch im angezeigt war. Ich frage mich aber ernsthaft, für was das dann gut sein soll. Naja, dass der Schacht eine Sache ist, die immer wieder auftaucht, das ist mir bekannt. Aber für was? Hä? Die Bewegungen gerade eben haben mir richtig Schiss gemacht irgendwie, weil ich gedacht habe, ich fahre gleich nochmal darunter. Hier sind jede Menge Eier. Kein Secret-Knopf bis jetzt. Aber ja, Spinnenkönigin ist tot. Oh, ein Ring. Liegt hier noch rum. Plus 18 parieren für ihn. Wer würde ich gerne nehmen, ja. Ach ja, und die Armschienen. Aufmerksamkeit und Ausdauer. Klingt nach was für sie. So. Das heißt, wir sind hier unten auch fertig. Wir können jetzt nur noch zum Boss oder gucken, wo der Schlüssel passt. Ah, wenn ich mich richtig erinnere... nee, halt. Hier müssen wir durch. Das können wir nicht hochfahren. Genau, das geht nur von der anderen Seite auf. Und das sieht so aus, als ob das da nur von... den Türen da aus wäre. Hm? Okay, hier liegt ein Schlüssel, sehe ich gerade. Wenn ich den nehme, dann kommt das Skelett-Champion da hinten zum Vorschein. Okay.
Der ist eigentlich halb so schlimm. Das Zerschlagen unterbreche ich mal. So, eine normale Heilung wäre trotzdem jetzt gerade nicht ungeschickt. Da ist die Heilung über Zeit ausgelaufen. Zum Glück und hat den Tarkin ziemlich gut geheilt. Noch ein Schlüssel und... Ah, Beine für unseren Krieger. Jetzt habe ich aber einen Eisenschlüssel hier und einen Eisenschlüssel dort gekriegt. Hab einen Messingschlüssel gekriegt und habe einen Ebenholzschlüssel gekriegt. Und ja, man merkt langsam, wir sind recht langsam. Ah, nein, da wollte ich nichts hinmachen. Ganz ehrlich, aber für mich sieht das so aus, als ob da der... Ach so, dafür ist der Eisenschlüssel da. Nein. Der Eisenschlüssel ist nicht da, um uns den Rückweg aufzumachen. Nein, der Schlüssel ist dafür da, um das aufzumachen, okay. Ja toll, jetzt muss ich überladen, hier weitermachen. Das sieht schon mal interessant aus. Ein Mana-Trank, okay. Sag bloß, hier komme ich in die Räume mit den vielen, vielen Bogenschützen. Ja, da sind schon mal Bogenschützen, aber ich bin ein bisschen langsam. Was das angeht. Da wird es durchgehen, da gibt's Rampen. Hier gibt's einen Heiltrank. Ja, 50-50 Chance hätte ich gesagt, dass es hier zurückgeht. Okay, da irgendwie eh alles an dem Kandelabra hier zusammenläuft. Jetzt müsste ich hier wieder aufmachen können, oder? Ja. Sehr gut. Machen wir einfach hier unser Lager. So, das sieht nach dem schönen Haufen aus. Jetzt können wir uns wieder richtig bewegen.
Ja, Ebenholz und Messingschlüssel, aber dafür haben wir den passenden Schlüssel nicht. Aufmerksamkeit. Nehmen wir einfach mal mit. Beweglichkeit, Rüstung, Expertise, das klingt nach was für sie. Da geht aber jeder ihre Stärke runter. Was hast du für eins? Beweglichkeit, kritische Chance. Aufmerksamkeit, Ausdauer hast. Ja, du kriegst mal das da. Gut, ich glaube, da geht's dann nach oben. Da müssten wir aber vorher erst den Boss töten, wahrscheinlich. Hi, Jungs. Tut mir leid, aber ich bin gekommen, um euch ein bisschen auseinanderzunehmen. Und ihr seid nur Bogenschützen, keine... bösen Magier. Ich werde euch trotzdem über den Jordan schicken. Vor allem, ihr seid immer nur zwei Bogenschützen. Hey, Stufenaufstieg für Talisa. Deine kritischen Angriffe lassen dein Ziel bluten und verursachen 50% deines durchschnittlichen Waffenschadens. Ja. Oh, 5 Punkte in Soldatin. Aber jetzt müsste ich beim nächsten Mal hier die Sachen freischalten können. Der Schaden von überwältigender Schlag wird um 100% erhöht, wenn die Gesundheit des Ziels unter 25 liegt. Ah, okay. Erhöht alle Schäden um 8%, wenn du eine Einhandwaffe trägst. Ah. Senkt die Bedrohung deiner direkt verursachten Schäden um 20%. Naja, nicht ganz so. Nehmen wir mal lieber hinrichten. Kriegsschrei. Wow, das ist cool. So, was bringt mir das hier jetzt? Außer, dass ich beschossen werden kann. Hier gibt es nur von der Seite einen Knopf. Ah, ich könnte vielleicht wahrscheinlich da rumkommen. Ja. Okay, das heißt... ja, da rum. Aha. Oh, wir nehmen mal die Rampe hier. Hier ist ein Lager. Also ein Vorratslager, auch wenn ich nicht wissen will, wie alt das Zeug hier unten schon ist. Gut. Dass wenn ich hier hochgehe, hier rumgehe, ich sollte hier mein Lager markieren. Sicher ist sicher, auch wenn ich das Zeug wahrscheinlich nie wieder aufheben werde.
So, und hier werde ich jetzt einen Cut machen. Das ist jetzt LP004. So, weil als nächstes werden wir uns mit dem untoten König hier anlegen müssen. Ja, aber das machen wir das nächste Mal. Bis dann.